So, hallo an alle zur nächsten Let's Play Folge. Und wir waren stehen geblieben bei dem Thema, mein Inventar ist voll. Wie entleere ich es? Nein, wir waren stehen geblieben bei dem Thema, Vertrauen, beziehungsweise, wie definiere ich, ob ich jemandem vertrauen kann? Aber ich glaube, ein Zusatz dazu würde ich vielleicht noch sagen, was wichtig ist, nämlich Zeit. Zeit ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. In kurzer Zeit, wenn du zum Beispiel jemanden seit, sei es gerade mal 2 Monaten oder so kennst, dann ist das noch gar nichts. Dann meinst du jemanden zu kennen, aber das ist einfach gar nichts. Da gibt's so viel, was eigentlich noch da, oder was man eigentlich noch über den anderen wissen müsste, bevor man wirklich vertrauen könnte. Man kennt diese Person gar nicht mal so richtig. So 2, 3 Monate ist schon wirklich gar nichts. Also, ich sag mal so lange, normale Freundschaften, die schon so, ich sag mal, 5 Jahre halten. Da kann man dann deutlich sagen, jo, der ist einigermaßen zuverlässig und dem kann ich auch etwas vertrauen. Also der wird jetzt nicht sagen, oder ich sag mal so, wenn es jetzt schon 5 Jahre gut läuft, dann ist es die Chance geringer, dass es jetzt in den nächsten 10 Minuten einmal hier Ende Gelände ist, ne? Also das ist dann nicht so. Ach ja, und ich beziehe das mit Vertrauen und Freundschaften übrigens auf Beziehungen und normale Freundschaften, also auf beides, ne? Das ist jetzt nicht nur auf Beziehungen bezogen, sondern auch auf normale Freundschaften und komplett umgekehrt und alles, ne? Das ist immer so eine Sache. Menschliche Bindungen sind irgendwie ein bisschen kompliziert. Sind ziemlich arg kompliziert, wenn ich es mal so sagen darf. Aber das will niemand. Ich denke mal, das wissen auch die meisten. Das Problem ist, man selbst hat oft das Gefühl, sehr ehrlich zu sein. Und fühlt sich dann, was soll ich sagen, immer ziemlich verarscht in solchen Momenten. Aber irgendwie glaube ich, dass das nur so bei den Hälften der ganzen Leute zutrifft. Dass andere irgendwie anders drauf sind, gar nicht so einen Wert auf sowas legen. Und die, die Wert auf sowas legen, ich sag jetzt mal auf Freundschaften oder auf Ehrlichkeit, die sind dann immer ziemlich gearscht, um es so auszudrücken. Ist halt so. Finde ich ein bisschen... Naja, man muss einfach mit den richtigen Personen in Kontakt kommen. Es kommt auf die richtige Person drauf an. Wenn man jemanden hat, der ähnlich denkt, wie man... Hab ich nicht gerade gepennt? Nee. Der ähnlich so denkt, wie man selbst, dann ist das eigentlich kein Problem. Man muss sich einfach richtig verstehen können. Man muss sich zu 99% perfekt verstehen können. 100% wird nie gehen. Es gibt nie was Perfektes. Aber so 99% muss man sich, muss schon wieder 100 sagen, verstehen können, damit so es überhaupt funktioniert. Und wenn man tatsächlich so mal jemanden hat, also man selbst hat das Gefühl, man ist sehr ehrlich, offen und immer und versucht immer alles Mögliche, um vielleicht eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Und der andere denkt das genauso. Nur dann ist es wirklich, finde ich, richtig passend. Aber... ist halt immer das Problem, sowas kriegt man irgendwie selten hin. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Leute, bei denen das so ist. Bei mir ist es zum Beispiel eigentlich, ja doch, ja, bei einem würde ich sagen, einen schon. Der war jetzt öfters mal dabei im Let's Play, sag ich mal. Oder nicht öfters, war ein paar Folgen dabei, ich bin Shader drin. Der Steffen, das war ein Real-Life-Kumpel und das ist ein Creeper, obwohl, das wisst ihr alle. Hoch mit rosa Bäckchen. Komm hier. Uff. Gunpowder? Nö, nix. Und, ja, doch. Das ist im Moment so eigentlich die Person, mit der ich am meisten so im Real Life zu tun habe, sage ich jetzt mal. Mit dem mache ich jetzt auch unter anderem noch im Tibia-LP sozusagen ein bisschen zusammen was. Also, wenn ich dann aufnehme, dann zockt er gleichzeitig mit. Da sind MMOs, machen wir das zu zweit und bügeln da ein bisschen durch. Dann nehmen wir auch noch ein bisschen was auf. Und dann, ja, ist das eigentlich so eine Sache, dass das... hat irgendwann so angefangen, vor Ewigkeit. Warte mal, wie lange kenne ich den jetzt überhaupt? Nur so als Beispiel, wie lange kenne ich den? Ich glaube, seit der 8. Klasse. 8. Klasse, so um den Dreh, das heißt, 6 Jahre ungefähr. 6 Jahre, wir sind immer normal so gut ausgekommen, hatten die Zoff oder so. Also wir haben uns nicht ein einziges Mal irgendwie wegen irgendwas gestritten, nur so eine Art. Also kein Zickenkrieg unter Kerlen, in Anführungszeichen, nee. Wir sind immer gut ausgekommen, was ich, mehr oder weniger hat uns halt, ich sag mal so, das Gaming verbunden, um es so auszudrücken. Ja, also, ich habe ihm dann übrigens auch das Spiel gezeigt, Tibia überhaupt, der war da auch sehr begeistert davon und dann ging es halt erst richtig los, sag ich jetzt mal. Und das war einfach so, nur normale Bekanntschaft, mal gesehen, ja, hi, so, grüezi, kenn dich. Und dann, nein, ich komme nicht aus der Schweiz, noch nicht aus Bayern oder sonst wer, sondern aus Hessen. Und dann, ja, fing es halt irgendwie so ein bisschen an, haben wir mal gezockt und so und geredet und irgendwann haben wir mal getählt oder so und jetzt reden wir regelmäßig und unternehmen auch mal was, das heißt, geht auch mal Wochenends mal weg. Okay, eher selten mal, vielleicht geht man mal mit 4, 5 Jungs zusammen ins Kino. Neuesten Film, wo waren wir überall drin? Pirates of the Caribbean waren wir drin, also im neuesten, war halt schon etwas länger her, klar.
Sucker Punch waren wir drin, auch wenn der Film ein bisschen seltsam war. Waren wir noch wieder drin? Ach komm, einige Filme. Battleship war mal drin. Avengers war mal drin, so eine Art. Man unternimmt halt irgendwas. Dann laden wir noch andere Leute mit ein und dann läuft das. Also man, so einer Person kann man in dem Fall, denke ich mal, eigentlich schon vertrauen. Und man muss auch, ich sag jetzt mal so, ich glaube, selbst auch wirklich dafür etwas tun, mal irgendwas, wie soll ich sagen, etwas nicht Normales tun. Das heißt, schwer zu sagen. Okay, da könnt ihr euch jetzt drunter überlegen oder vorstellen, was ihr wollt. Ich glaube so, wenn es schon im Bereich des Gaming geht, Beispiel, ich sag mal so, ein Spiel, was eins der Lieblingsspiele ist, nach dem Motto, es ist online. Und du hast halt gewisses Zeug gefarmt, sag ich jetzt mal, und sagst einfach mal, hier, pass auf, waren jetzt Hunden oder was auch immer, haben ein paar Mobs gelegt, war jetzt nicht so gut die Ausbeute, pass mal auf, du hast ja das Lot eingesammelt, komm hier, behalt's. So Kleinigkeiten, weißt du, so Kleinigkeiten, die einfach, ich weiß nicht, es gehört dazu, die Kleinigkeiten machen's meistens aus. Nett sein, einfach nur nett sein. Und auch mal, ich sag mal sowas gönnen, ja hier komm, sagst du, ach komm hier, ich hab eh noch genug Gold, also in der Währung, dann hier komm, behalt das Zeug und dann ist gut. Und dann denkt er sich, ah okay, freut mich, ist nett und dann klappt sowas. Also einfach nur versuchen, keinen Streit zu verursachen und schon läuft das alles. Und in vielen Sachen vielleicht auch mal nachgeben. Nur wenn es halt so ist, dass man merkt, dass man dann ausgenutzt wird, sage ich jetzt mal, dann natürlich nicht. Das ist klar. Dann ist es aber auch keine wirkliche Freundschaft. Aber kleine Nettigkeiten, dem anderen mal etwas gönnen oder so. Oder wirklich mal sagen, wenn er in irgendeiner Art und Weise Erfolg hat, dann sage ich, wow, ich freue mich für dich. Klappt wunderbar, ist alles okay. Dann ist das gut. Versteht ihr? Sowas sagt man halt irgendwie selten. Man sagt irgendwie selten, ich freue mich für dich irgendwie. Ist mir aufgefallen, einfach so im Real Life. Ist so, man sagt es einfach selten. Man sollte es öfters sagen und schon sind viele Dinge so viel einfacher, finde ich. Und sowas, ich sag mal so, schafft Vertrauen. Es sind die kleinen Dinge manchmal, nicht die großen, sondern die kleinen. Könnt ihr jetzt drüber denken, wie ihr wollt. Das ist jetzt wieder auch nur so meine Ansicht aus meinen Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe. Ihr könnt jetzt andere Erfahrungen haben. Viele andere Erfahrungen. Das heißt nicht, dass ich jetzt im Recht bin, sondern das heißt, dass ihr auch im Recht seid. Es gibt nicht eine Ansicht, es gibt viele verschiedene Ansichten und jeder muss im Endeffekt für sich selbst festlegen, wie man wirklich vertrauen kann und wem nicht. Das Problem ist halt, man kann immer sehr, sehr leicht enttäuscht werden. Man kann sich vieles aufbauen und in einem Schlag ist es wieder weg, weil sich der andere zum Beispiel denkt, ach hier, ja, ich ziehe jetzt ja eh weg und dann komm hier, mach ich nochmal einen auf Asi, so eine Art. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wie vernünftig derjenige ist oder wie auch nicht, aber ja. Also bei ihm war es nicht so, er ist jetzt umgezogen und wir haben immer noch regelmäßig, sag ich mal, Kontakt. Das heißt, ich fahre mal bei ihm vorbei. Okay, so weit ist er nicht weggezogen, aber... Das heißt, nächstes Wochenende zum Beispiel fahre ich bei ihm vorbei. Er hat ja mit die Tibia-Parts aufgenommen und dann zeige ich ihm ein bisschen wegen Videobearbeitung und dann, boah, hat er auch eine vernünftige Qualität am Ende. Und so hilft man sich halt gegenseitig. Man muss sich schon gegenseitig unterstützen, was zusammen machen, unternehmen und einfach Spaß am Leben haben. Genau, so. So viel dazu. Das ist jetzt nur so... Das, was mir einfällt zum Thema Vertrauen, mag vielleicht sehr ein Augenbrauen hochziehendes Thema sein, muss sich halt jeder selbst so Gedanken drüber machen. Das war meine Meinung so, finde ich. Okay, das ist auch wieder so ein Kommentarthema. Ich weiß, ich sag immer, haut's in die Kommentare rein, aber es ist so. Ich lese mir die wirklich gerne durch, also auch wenn eine PN reinkam, hier heute, wann war es gestern? Ja, heute Nacht um 3 Uhr nachts, ich war zufällig noch online wegen der Tibia-Aufnahme, wir haben nachts aufgenommen, weil da weniger los ist online auf den Servern und deshalb wir die Hunting Crowds freier haben. Und da kam noch nachts noch PN rein, um wann war das, 3 Uhr oder halb 4 oder was auch immer. Ellenlanger Text, wo derjenige über eine Stunde dran gesessen hat und einfach was geschrieben hat. Und ich habe mir die wunderbar einwandfrei durchgelesen, habe mich selbst noch eine halbe Stunde hingesetzt und was zurückgeschrieben. Das sind so besondere PNs, sage ich jetzt mal, wo sich jemand wirklich Mühe dahinter gibt. Also wirklich Groß-Kleinschreibung, alles beachtet. Eine Stunde lang hat sich wohl dahingesetzt und getippt, weil das war ellenlanger Text. Der ging von oben bis unten. Hingst in YouTube, scroll, bis du unten warst. Das war schon interessant. Und sowas finde ich wirklich... extrem cool, wenn sich jemand Mühe macht, also richtig Mühe macht, was zu schreiben, wo dann auch wirklich Zeit reingeht und dann lese ich mir sowas klar durch und schreibe auch mal eine halbe Stunde eine Antwort. So ist es nicht, das kriege ich da noch hin. Also es gibt wohl doch viele Leute, ist mir aufgefallen, die ähnlich wie ich in vielen Dingen denken und diese Gesprächsthemen eigentlich schon mögen. Das heißt, wenn du jetzt dabei bist und zuhörst, dann wird das wohl so sein, weil ich bin ja eigentlich nur im Sandfarmen und quassel nebenbei. Aber dann, ja doch, sowas finde ich extrem cool. Ohne Witz jetzt.
Das ist das, was ein LPer, sag ich jetzt mal, der an sein Postfach schaut, was ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubert, um es so auszudrücken. Nee, doch. Sowas ist cool, wenn sich jemand Mühe drumherum macht und was schreibt und vor allem was Sinnvolles schreibt, eventuell nochmal über ein Thema diskutiert und vielleicht ein bisschen was in dem Fall von sich erzählt, wie es dann ausgegangen ist und dann, jo, kann ich nur sagen, genial gemacht, Daumen hoch und ja. Er hat ein Video wurde mitgeschickt, was war das? Earthbook unter anderem. Wer den Film Home übrigens kennt, ist, soll ich sagen, thematisch sehr ähnlich dazu, nur weil das ein kleiner Kurzfilm ist. Und so eine Art Facebook für Earth ist, sag ich, oder für die Erde ist, wo sich die Erde anmeldet und dann Statusmeldungen schickt, ja, hier, Menschheit ist gerade auf den Planeten gekommen, industrielle Revolution, gefällt mir nicht und sowas in der Art. Das war auch sehr gut, wenn nicht, kann, dann könnt ihr mal nach Earthbook suchen. Und ich suche jetzt gerade mal nach dem Stopp-Knopf für den Aufnahme-Button. Das wäre es nämlich gewesen von dieser Aufnahme. Ich werde jetzt noch eine weitere Folge drehen und dann muss ich leider Schluss machen für heute. Jetzt gleich hier Krisensitzung mit ein paar anderen LPern. Aus gewissen Gründen. Ich sag Tschüssen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Über eine Bewertung würde ich mich freuen und das würde mir noch ein zweites Grinsen aufs Gesicht zaubern. Ach nee, ich habe hier nur einen Mund. Egal. Ihr wisst schon. Dankeschön und auf Wiedersehen.